Hoheit, Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Schluss, den Slotte, wünsche ich Ihnen allen eine Jubiläumsballnacht, eine wirkliche Jubiläumsballnacht, an die Sie sich noch lange und gerne erinnern mögen. Genießen Sie die wunderbare Musik, genießen Sie das Tanzen, sofern Sie viel besser tanzen können als ich, und genießen Sie die Begegnung mit vielen interessanten Menschen. Lassen Sie mich mit dem Motto schließen: Let your mind fly and your spirit be moved. I thank you for your attention. Er is niks vergelijkbaars met wienerbal. En ja, om het wienerbal gevoel te hebben, dan moet je er toch wel echt aan meedoen. Dus kan ik je aanraden. Het is gewoon een sprookje net. Net sissy. Ja. Een leuk feest. Ik heb vorig jaar meegedaan, dus het is een eer om weer terug te mogen zijn. Is leuk. Een geweldige avond. Een geweldig sprookje. Ik vind het een bijzonder feest. Mooier nog dan andere jaren. Ja. Geweldig, het is echt super. Het is inmiddels al 3 jaar geleden dat ik hem heb gedanst. Dus ik ben echt een oude tas. Maar nee, ik kom er nog net zo lief als toen ik er de eerste keer kwam. Ja, best een beetje spannend, maar wel heel erg leuk. Ja. Gabriele von Habsburg, herzlich willkommen in Holland, aber Sie sind öfters hier. Ich komme immer wieder mal hier. Ich habe eine liebe Freundin, die hier lebt, und die komme ich gerne immer wieder mal besuchen. Heute ein spezieller Tag, 40 Mal das Debutantenball. Ist das ein spezieller Tag auch für Ihnen? Ich finde es sehr spannend hier. Es ist zum ersten Mal, dass ich hier bin bei dem Wiener Ball. Und ich finde es fantastisch, wenn so eine Tradition sich durch 40 Jahre hält. Habsburg ist ein sehr bekannter Name in Österreich. Woher kommen Sie? Mein Großvater war der letzte österreichische Kaiser. Das hört sich gut an. Ich habe ihn natürlich nie kennenlernen können, aber ich habe meine Großmutter noch sehr gut und sehr intensiv erlebt. Und wir sehen hinter ihr ihre, ja, wie heißt das, bildende Kunst, Skulpturen. Was machen Sie so übertags mit den Skulpturen? Wie machen Sie das? Ich mache Skulpturen in Edelstahl. Das sind jetzt kleine Arbeiten, die ich hier mit hergenommen habe. Sonst mache ich auch große Arbeiten, die auf Plätzen stehen und im öffentlichen Raum. Ich arbeite hauptsächlich mit Edelstahl und mache gegenstandslose Arbeiten. Das heißt, die Arbeiten sind nicht figürlich, sondern sind eben gegenstandslos. Erika Stubenvoll von der Gemeinde Wien. Ja, herzlich willkommen auch in Holland. Erste Mal oder kommen Sie schon oft hier? 8. Mal beim Wiener Ball. 8. Mal im Wiener Ball. Sie sind fast jedes Mal dabei der letzten Jahre. Ich bin Stammgast beim Wiener Ball und vertrete gerne den Bürgermeister der Stadt Wien. Was kann man sehen von Wien hier heute Abend? Also ich denke, das Wichtigste ist die Wiener Musik heute. Dann auch die Wiener Atmosphäre. Und ein bisschen auch Wiener Wein oder österreichischer Wein heute und österreichische Gastlichkeit. Sie sagen, die österreichische Atmosphäre. Was ist eine österreichische Atmosphäre? Wie kann man das schreiben? Ihr Name ist Stubenvoll? Mein Name ist Stubenvoll, ist eigentlich ein deutscher Name.
aber ich bin eine typische Wienerin und ich liebe Gastlichkeit und Gespräche mit vielen Menschen und wir möchten gerne eben sozusagen Wiener Musik, Wiener Atmosphäre auch in andere europäische Länder bringen. Ich kann es schon sehen an Ihren Augen. Ach, das ist aber sehr nett gesagt. Dankeschön. When the shark bites on a Sunday morning, scarlet billows at the start to spread. When seagulls grow on that heat gear, and there's little and ever a trace of red. And on the sidewalk, one day Sunday morning, kleines Liedchen geht von Mund zu Mund. Das hat sehr viel und das hat seinen Grund. Denn es besingt den Liebling vieler Damen, die ihm zu lieben fielen aus dem Rahmen. Und Pablo selber hat es komponiert, dass es den schönen Frauen in den Schienen und was der Sauben klingt. Girl, you were my dream, my world, but